kleinen Freunde. Wir machen heute direkt weiter mit unserer super tollen Einheit. Wie heißt unsere Einheit denn? Oder unsere Reihe? Wie heißt denn die ganze Reihe? Weiß es jemand, wie unsere Reihe heißt? Raphael? Was? Weiß nicht? Weiß es jemand? Daniel? Nein! Somit? Ja, sehr gut! Und wer kann mir denn sagen, was ist denn? Ja. So, der Bibo hat den Trainer! Achso. Zwar ein bisschen, wir haben das nachgeschwert, aber wir haben es Thema. Wer weiß das? Das ist unsere Reihe. Das fünfte Thema, da ging es um so einen Mann. Ja, sehr hilfreich. Ich vermute mal, dass die Fee übers Wasser lief. Nein, nicht ganz. Das kam ein bisschen später. Jakob? Absonne. Genau, sehr gut. Und was das heute mit dem Tauschhandel auf sich hat, das werden wir gleich erfahren. Ho, ho, ho!
weißt du, ich habe alle Staffeln von H2O geguckt, dreimal schon. Und ich kann das ganz gut, weil ich habe das geübt zu Hause. Aha. Und ich habe auch so schöne Meerjungfrauenhaare, hat die Mama gesagt. Ja, das ist trotzdem mein Flosse. Ich weiß nicht, ob ich 14 Tage ohne so eine Flosse leben kann hier im Hotel. Ich will wieder nach Hause. Du? Ja. Kann ich die mal anfassen? Aber die war teuer und wenn die kaputt geht, dann bekomme ich Ärger. Ich mach sie auch nicht kaputt, bitte. Ich will sie nur mal anprobieren. Bitte. Es wäre echt blöd, wenn die jetzt kaputt gehen würde. Mann, das ist so eine schöne Schwanzflosse. Ich möchte die auch haben. Ja, vielleicht hast du ja Geld oder so, dann kannst du die mir abkaufen. Echt? Du willst sie mir verkaufen? Ich hab nämlich Geld! Ich hab Geld! Die Mama, die hat bestimmt gewusst, dass ich heute mir was kaufen kann. Die hat sie nämlich 1, mach die Hand auf, pass auf, hier, 1, 1 Euro und 50 Cent mitgegeben. Aber das ist ein bisschen zu wenig für die Flosse. Die war schon teurer. Warte mal, ich hab noch was. Ich hab meine allerliebste Lieblings-CD. Die springt nur bei Lied Nummer 5 und 6. Da hält sie ein bisschen. Aber die würde ich dir geben mit dem Geld. Aber das ist immer noch zu wenig. Och, Manno. Das ist aber blöd. Vielleicht hast du ja noch was anderes dabei. Mann, ach Mann, die Sonnenbrille, die willst du garantiert nicht deine Sehne viel schöner. Ich hab halt noch hier mein Tablet. Ja, ich glaub, für das Tablet würde ich dir meine Flosse geben. Echt? Ehrlich? Für das Tablet würdest du mir die Flosse geben? Und dann darf ich die behalten? Und du willst ja nicht zurückhaben? Nee. Okay. Oh, die Vampire werden Flosse. Danke. Viel Spaß damit. Du bist so toll. Danke sehr. Ich muss jetzt auch gehen, weil wir fliegen heute noch. Echt? Wenn ich zu spät komme, bist du dann hier. Gebraucht hat, die Schwanzflosse? Ja.
eigentlich noch heftiger. Wir erklären euch anschließend, warum die noch heftiger war, wenn ihr das nicht von dem versteht, was da vorne kommt. Das wieder hinten reinquetschen. Ihr müsst das schon mal reinquetschen. Wie kann ich denn machen? Ich verspiele den Sinn.
um heute mal ein bisschen dazu zu gehören. Oder ich mache andere Dinge, die jetzt so schnell lustig und spaßig sind, ne? Statt in den Gottesdienst zu gehen, gehe ich heute mal lieber was Schönes, Lustiges machen und Eis essen. Weil morgen gibt es ja kein Eis mehr. Überhaupt nicht. Deswegen muss ich auch heute das Eis essen. Ist nicht so wichtig, Jesus kann ja warten. Der ist nächste Woche immer noch da. Aber genau das Eis auch. Was ihr schon lernen könnt, obwohl ihr noch klein seid, nicht so riesig, ja? Was noch nicht alle Erwachsenen können, ist zu überlegen, was ist das Wichtige. Und für das Wichtigere sollte ich kämpfen. Für das Wichtigere soll ich alles hergeben. Da kann man auch mal gerade den Spaß von jetzt, da kann man mal drauf verzichten und warten. Das fällt sehr schwer zu warten. Nein. Um halt später den großen Segen zu bekommen von Jesus. Das tolle Leben, was Jesus uns versprochen hat. Dafür muss ich manchmal die kleine Sache aufgeben, die vielleicht gerade jetzt sehr cool ist und spaßig, um die große Sache zu bekommen, für die ich aber vielleicht ein bisschen was hergeben muss, opfern muss oder warten muss. Okay? Und wir wollen noch beten. Ihr könnt das in der Kleingruppe noch mal ein bisschen näher besprechen, wenn es noch ein bisschen kompliziert wird. Okay, dazu machen wir die Augen zu. Niemand guckt, was der andere macht. Wir machen die Augen zu. Lieber Jesus. Lieber Jesus. Du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Sohn. Und du bist der größte Segen. Und du bist der größte Segen. Nichts ist so wie du. Nichts ist so wie du. Nichts ist so wertvoll wie du. Nichts ist so wertvoll wie du. Aber manchmal wollen wir schnellen Spaß. Wollen wir schnellen Spaß. Hilf uns, Jesus. Hilf uns, Jesus. Dass wir an dich denken. Dass wir an dich denken. Und dich nicht verlassen. Und dich nicht verlassen.